Herzlich willkommen zu Visionäre am Start, der Sendung, wo wir interessante Unternehmerinnen einladen und mit ihnen Spiele spielen. Heute zu Gast bei mir die Petra Reifelshammer. Hallo, servus. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Vielleicht ganz kurz erklärt, was machst du? Ich habe den Begriff Bauen gehört. Ja. Was heißt das? Was machst du da? Ja, wenn ich sage, ich mache Bauen, also ich bin Bauen-Therapeutin und versteht immer jeder Bowlen. Also es hat nichts mit einer Kegelbahn zu tun, sondern ich bin Körpertherapeutin und arbeite mit dieser sogenannten Bowen-Methode. Mhm. Die kommt aus Australien und hat Tom Bowen entwickelt. Aus meiner Sicht ein Genie, weil er war jetzt kein Mediziner oder er hat jetzt nicht studiert in dem Sinn. Er hat das quasi autodidakt sich beigebracht. Ja. Mhm. Faszinierend. Spannend. Mhm. Wir werden noch mehr über dich erfahren, aber im Rahmen des Spiels. Wir spielen miteinander Memory. Ich glaube, das Spielprinzip ist durchaus bekannt. Ja. Wir decken immer ein Pärchen auf und wenn es passt, dann kriegt man das und wenn nicht, kommt der andere dran. Mhm. Ich fange einfach an, dann hast du ein bisschen den Vorsprung, schon zwei Karten zu kennen. Ja? Das ist nett. Außer über den Glückstreffer, aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Welchen Beitrag? Nehmen wir die Nachbarkarte. Wie könnte man dir helfen? Okay. Mhm. So, dann deine Chance. Hm. Oh. Sehr schön. Anfängerglück. Vollkommen in Ordnung. Aber die Frage darauf ist schon sehr interessant. Wie könnte man dir helfen? Was ist eine Möglichkeit, dich zu unterstützen, wo du sagst, das wird mich so auf die nächste Ebene bringen, was ich gerade mache, was dein Ziel ist? Ja, grundsätzlich ist mein absolutes Herzensanliegen, einfach diese Methode, das Bowen, einfach bekannter zu machen. Ja? Das heißt, wirklich vielen Leuten, die Probleme haben gesundheitlich, einfach sagen, okay, kennst du diese Methode, informier dich einmal. Ja. Okay, da wirklich Aufklärungsarbeit. Ja. Das heißt, so der Aufruf wäre, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagt, was ist Bowen, einfach vielleicht auch mal googeln und sich dafür interessieren. Oder? Ja, wobei ich buchstabiere es jetzt, weil sonst können es die Leute gar nicht googeln. Also B-O-W-E-N. Bowen. Ja, Bowen. Mhm. Ja. Sehr schön. Dann werden wir genau das auch mit der Sendung versuchen. Interessiert es euch für das? Ist auch sehr spannend. Ich werde mich auch noch damit beschäftigen. ist total spannend, mal wieder was Neues kennenzulernen. Wie bist du selbst? Ah, nein, die Frage ist sogar drinnen. Ich weiß, welche Fragen drin sind. Das heißt, aber du weißt nicht, wo sie liegt. Ich weiß nicht, wo sie liegt. Ich weiß nur, dass sie da drinnen ist. Ja? Ich habe die Fragen redaktionell ausgewählt, aber aufgeklickt. Hat die Madeleine, die hinter der Kamera steht. Du hast das Pärchen aufgedeckt, das heißt, du bist doch wieder dran. Ja. Wow, man merkt, ich habe ein Kind. Das ist super. Ja. So ist Christoph, super, schaut Start. Schlecht, schaut schlecht aus für mich, aber vollkommen okay, solange wir Spaß haben. Welchen Beitrag lieferst du für die Gesellschaft? Was tust du? Ich meine, bei dir liegt es auf der Hand, aber was ist deine Haltung dazu? Warum auch dieser Beruf? Was ist so das, was dir daran gefällt? Also mein wichtigster Beitrag ist einfach, dass ich Menschen irgendwie erkläre, ja, oder nahe bringe, ein bisschen den Zugang zu den eigenen Körperressourcen. Mhm. Ja. Das heißt, Tom Bowen, der die Methode entwickelt hat, ist ja davon ausgegangen, dass der Körper alles hat, um sich selber wieder zu regulieren. Und das ist auch so, ja. Nur es geht halt verloren, ja, durch schlechte Ernährung, durch Stress, durch mangelnde Bewegung. Ja. Mhm. Und ich behaupte jetzt einmal, dass 99% der Menschen nicht wissen, welche Ressourcen hat mein Körper. Mhm. Und da Bewusstsein zu schaffen, das ist mein allerwichtigster Beitrag. Ja. Also ich habe einfach das Gefühl, dass die meisten über den Ressourcen eigentlich leben. Ja. Das heißt, du machst einerseits die Körpertherapie, aber du arbeitest auch mit den Menschen daran,
eigentlich den Zugang wieder zu sich selbst zu finden. Ne? Genau, richtig. Also mir ist schon wichtig, wenn sie quasi bei mir hinausgehen, ja, wie leben sie dann weiter? Ja? Ja. Weil das einfach, es ist unrealistisch zu glauben, ja, ich gehe jetzt eine Stunde wohin in eine, ja, zum Therapeuten oder ganz egal wohin, ja, oder auch zu einem Arzt und der macht mich jetzt gesund. Ja. Also ich motiviere die Leute einfach, die Verantwortung zu übernehmen. Was kann ich selber machen? Ja. Ich glaube, das ist ja auch genau das, der Punkt. Ja. Viele haben ja, oder wir haben ja auch ein bisschen gelernt, die Verantwortung für die Gesundheit abzugeben an den Arzt. Ich habe was, gib mir das und du hast jetzt die Verantwortung, mich wieder gesund zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Haltung, die sich eingeschlichen hat in unserer Gesellschaft. Mhm. Und genau da machst du eigentlich das, die Aufklärungs- und Arbeit dazu, ne? Dass das eben nicht so ist, sondern ich habe die Verantwortung für meinen Körper. Ja. Also eigentlich sollte man quasi am liebsten, also mit mir reden oder am liebsten beschäftige ich mich mit Menschen, die im Grunde genommen quasi gesund sind, ja, die aber halt trotzdem Schmerzen haben, Verdauungsprobleme oder Schmerzen am Bewegungsapparat oder Kopfweh oder was auch immer. Ja. Mhm. Aber sie sind ja jetzt nicht quasi krank in dem Sinn, ja. Aber es passt irgendwas nicht. Ja. Ja. Und da ist im Grunde genommen das, wo man sagt, okay, ich muss wieder schauen, wo kriege ich Ressourcen her. Ja. Dann kann der Körper das selber in den Griff bekommen. Und ich glaube, das ist der schönste Weg, alt zu werden. Ja. Ja. Möglichst viele Ressourcen wieder zurückzuholen oder einfach wieder zu erhalten. Ja, ja, sehr schön. Dann, ja. Zum Thema Beitrag, du hast mir auch ja vorab erzählt, dass du sogar dabei bist, ein Buch, glaube ich, auch zu schreiben in die Richtung. Genau, richtig. Ja, also es ist mir halt, meine Kapazitäten in der Praxis sind halt begrenzt, ja, weil ich natürlich, ich kann nur so viele Leute erreichen, die halt bei mir in der Praxis sind und ich möchte aber jetzt mehr erreichen. Ja. Sehr schön. Und der momentane Arbeitstitel, den sage ich jetzt einfach mal, es ist ultra leicht. Ja. Ob es dabei bleibt, dann weiß ich noch nicht. Klingt aber sehr einladend. Es wird so ein Buch sein für intelligente Faule am Weg zur Gesundheit. Ja. Das klingt super, wenn es fertig ist. Ich will in den Schnellverteiler rein, dieses Buches. Weil tun will ja nicht wirklich jemand etwas für die Gesundheit. Ja. Super, sehr schön. So, wir tun aber weiter. Das heißt, du hast die zwei, schauen wir, ob die Glückssträhne weitergeht. Nein. Meine Chance lebt. So Geschichte wird. Ja, die war aber noch nicht da. Jetzt probiere ich es auch mit Glück. Nein. Oh. Passt nicht. Jetzt. Ich stimme mich ein auf. Gut. Na, das war jetzt das Falsche. Oh. Wow. Aber du machst das mit Glück wieder weg, unglaublich. Hab ich schon gesagt. Ich sage immer, das ist mein Geburtstag, weil ich habe am 24. Dezember Geburtstag. Wirklich? Ja, und ich habe also Glück bestimmt auch generell mein Leben. Super, und das freut auch mich. Auch das Unternehmerleben. Ja. Super, das freut mich. Da ist aber eine interessante Frage, nämlich, was ist deine Geschichte? Wie bist du zu Bowen gekommen? Also zu Bowen bin ich gekommen, eigentlich angefangen hat es so vor 10 Jahren. Mhm. Weil ich die Diagnose bekommen habe, Schwangerschaft. Okay. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches grundsätzlich, nur ich habe auch gleichzeitig mit 20, 25 die Diagnose bekommen, nie Kinder bekommen zu können. Okay, ja. Das ist spannend. Also mein Arzt hat gesagt, ja, Frau Reifelzammer, Sie sind schwanger, medizinisch kann ich es mir nicht erklären, ja. Und das war so der Turnaround, wo ich einfach angefangen habe, ja, mich wirklich sehr auch mit dem Thema Körper und auch mentalen Dingen auseinanderzusetzen, wie das funktionieren kann. Weil das hat er mir erst im Nachhinein gesagt. Also ich wurde dann quasi so alle 14 Tage zu ihm bestellt und es war öfter wie jetzt bei einer normalen Schwangerschaft. Und er hat mir erst im Nachhinein gesagt, dass er nicht geglaubt hat, dass mein Sohn auf die Welt kommt. Weil es eben grundsätzlich bei mir also nicht
unter Anführungszeichen möglich ist. Ja. Und es ist aber so, dass ich habe bis zum letzten Tag gearbeitet, bin bis zum 8. Monat ins Fitnessstudio gegangen, habe ihn immer angelächelt, wenn er so kritisch geschaut hat und habe gesagt, Herr Doktor, mein Sohn findet einen Weg, um auf diese Welt zu kommen. Und so war es auch. Ja. Wow. Also das war sehr. Und dann habe ich mich einfach angefangen, mehr weiterzubilden mit psychologischen Themen. Ich habe die Lebens- und Sozialberaterausbildung dann begonnen und eben dann eine Bowen-Therapeutin kennengelernt. Und dann habe ich jetzt einfach diesen Weg einschlagen müssen. Ja. Also für mich ist nichts Spannendes, als wie eben ja, zu schauen, welches Potenzial hat dein Körper wirklich. Ja. Und mein Sohn ist jetzt, der wird jetzt 11. Super. Und ist gesund und sehr stur. Aber wahrscheinlich musste er das sein, damit er auf die Welt kommt. Sehr schön. Ich finde es, deswegen liebe ich die Sendung, ich finde es immer ganz toll, wenn man so eine Geschichte auf einmal trifft. Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Und da möchte ich auch wieder behaupten, man sieht einfach, das Glück kommt. Ja, ja, also es ist so. Ich meine, beim Thema Gesundheit oder egal, wie gesagt, was die Menschen jetzt für Therapien machen oder zu welchem Arzt sie gehen, ja, mir ist die wichtigste Botschaft ist einfach immer, dass einfach der Glaube da bleibt, dass es wieder gut werden kann. Ja? Vielleicht nicht 100%, aber es kann viel, viel besser wieder werden. Ja? Und das ist halt, das ist das Um und Auf. Ja? Weil wenn ich im Kopf diese Hoffnung irgendwie aufgebe, dann kann einem keiner mehr helfen. Ja? Das geht nicht. Ja? Genau, ja? Super. Ich glaube, du hast gute Chancen zu gewinnen. Ja, ich auch. Aber kein Thema, ich freue mich unheimlich schon. Unser Gespräch ist wunderbar. Schau mal, ob du noch triffst, ob du schon weißt. Ja, genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Pech. Sehr gut. Pech. Gut gemacht. Thema Werte. Was ist so ein Wert oder was sind Werte, die dir einfach wichtig sind, wo du sagst, die sind wie wichtig in meinem Leben und die lebe ich auch aus? Also der wichtigste Wert ist, sowohl jetzt in meinem Beruf als auch privat, ist einfach, dass ich gebe einfach jedem Menschen den gleichen Wert. Ja. Schön. Also das ist bei mir wirklich so, also weil zu mir kommen ja Leute, die jammern, na, eigentlich bin ich 10 Kilo zu schwer und dann muss ich mich ausziehen und das ist irgendwie so, dann ja, dass sie unzufrieden sind oder die anderen sind wieder schlank, die haben aber wieder irgendwelche Muttermale oder keine Ahnung. Ja, also jeder findet immer irgendwas, das erstaunt mich sehr. Und ja, es ist wirklich, es ist so. Und wenn ich so zu jemandem sage, boah, haben Sie eine schöne Haut, ja, na wirklich? Also das ist immer so ein quasi, ja, dass Leute das kaum nehmen können, ja. Und ich finde jeden Menschen, egal wie er ist, wie alt, wie dick oder dünn oder wie krank oder ja, also vom ganzen Leben her, ich finde, dass jeder Mensch ist gleich. Ja. Also das ist eigentlich einer meiner wichtigsten Werte. Ja. Und dann, was mir auch noch wichtig ist, ist einfach wirklich Beziehung zu leben. Ja. Das heißt, nicht so oberflächlich jemanden zu kennen, sondern das ist in meinem Beruf schon auch wichtig. Ich nehme sehr viel Zeit für Gespräche, da wundern sich Kunden auch oft. Ja. Also rund um die Bowen-Behandlung, weil ich einfach wissen will, okay, wo steht der Mensch jetzt, was sind die Themen und dass ich ihn da auch irgendwie gut begleiten und abholen kann. Ja. Das sind so meine wichtigsten Werte und auch die Nachhaltigkeit in der Beziehung. Ja. Es ist halt, also da hast du mich jetzt getriggert. Ja. Bei mir im Sender geht es auch sehr, sehr viel um Nachhaltigkeit. Ja. Und immer wenn ich Leute sagen, ja, Nachhaltigkeit, Umwelt, dann sage ich immer, denk nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne der Ökologie, sondern denk Nachhaltigkeit im Sinne der Soziologie, sozusagen nachhaltige Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen. Ja. Auch das ist Nachhaltigkeit, ja. Nicht einfach oberflächlich Beziehungen zu leben, sondern
Sehr schön. Finde ich gut. Nein, ja. Das ist, also ich sage auch, bei mir ist es zum Beispiel, mir ist ja wirklich wichtig, dass, also es soll nie eine Abhängigkeit geben zu mir. Das heißt, wenn es jemandem gut geht, ja, dann braucht er mich nicht. Ja. Er soll nur, wenn irgendwie ein Unwohlsein oder irgendein Thema da ist, dann soll er aber wissen, dass ich da bin. Ja. Und dass er mich rund um die Uhr erreicht. Und das ist auch so bei meinen Kunden. Ja. Ich sage auch immer, ruft es mich am Wochenende an. Ja. Weil wenn man jetzt einen Hexenschuss hat oder irgendwas und nicht mehr gehen kann, dann hilft das Warten nichts wirklich. Ja. Das ist super. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt ist die 50-50-Chance. Au. Oh. Lässt du mich noch? Gibst du mir noch die Chance? Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Na schau, Christoph. Jetzt habe ich einfach hingegriffen. Ja, sowas gibt's. Bitte beende dieses Spiel. Ist mir Spiel. Fast peinlich. Nein, mach ja. Das. Peinlich ist wirklich. Nur für mich. Peinlich soll ich jetzt nur für so mich. Tun, als ob? Schau. Wow. Ich habe immer so höfliche Menschen bei mir zu Gast. Was tust du mal, wenn es nicht läuft? Wie gehst du damit um, wenn es vielleicht einmal etwas nicht funktioniert? Wie schaut dein Lösungsprozess an, wenn du merkst, wow, das geht jetzt gerade nicht? Loslassen. Mhm. Also loslassen, ja. Also einfach loslassen, ja. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ja. Also ich das ist die perfekte Antwort. Bin davon überzeugt, dass man nichts erzwingen kann. Ja. Ich habe dann ich hab einen Hund und gehe viel spazieren und mir hilft dann halt auch Bewegung. Ja. Super. Also gehen. Super. Danke. Manchmal kann die Antwort kurz sein und prägnant und auf den Punkt. Und dann lösen wir auf eine wunderbare letzte Frage. Was ist das schönste Kompliment, was du so hörst? Was hörst du, wenn ein Kunde sagt, der ist zufrieden? Was sagt man dir? Was hörst du da gerne? Wo du sagst, ja, wenn du das hörst, hast du gewusst, du hast gute Arbeit geleistet. Na, grundsätzlich, also das eine ist natürlich, wenn jemand sagt, und das ist manchmal sehr, ich finde es immer witzig, ja, wenn wer sagt, ja, das ist, ich bin eine Zauberin oder, okay. Oder ja, weil, also wie gesagt, das ist jetzt, natürlich sind es meine Hände und meine Form der Arbeit, aber letztendlich hilft es ja der Körper selber, ja, ich gebe ja nur den Anstoß quasi. Und das freut mich natürlich schon, aber das meiste, also das größte Kompliment ist einfach ganz banal, ja, wenn mir Menschen einfach sagen, es ist schön, dass du in meinem Leben bist. Sehr schön. Und das sagen sehr viele Kunden. Ja. Sehr schön. Ja? Das klingt wunderbar. Freut mich total. Ich freue mich, dass du bei mir in der Sendung bist und mir die Ehrenrettung sozusagen gegönnt hast. Peter, vielen Dank. Sehr interessant, dich im Rahmen der Sendung kennenzulernen. Ich wünsche dir noch viel, viel Glück. Brauchst nicht, das hast. Ich wünsche dir aber unheimlich viel Spaß auf deinem weiteren Weg. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schreiben deines Buches. Ich möchte unbedingt wissen, wenn es fertig ist. Ich bin der Erste, der sich da reinstürzen wird. Ja, das ist eine... Klingt total spannend und die intelligenten Umsetzungsfaulen, da kann ich mich sicherlich zu der Gattung kann ich mich manchmal schon ganz gut dazu fühlen. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. War mir eine große Freude. Das Video hat dir gefallen und du möchtest vor allem unsere Sache unterstützen, KMUs in Deutschland und Österreich mehr in den Mittelpunkt zu bringen? Dann abonniere uns jetzt. Damit kannst du uns am besten unterstützen. Abonniere jetzt.